Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen hat seit Januar einen neuen Direktor. Rainer Seifert verfügt über ein hohes Maß an Erfahrungen, sowohl in der kommunalen als auch in der privaten Wohnungswirtschaft. An der Spitze des VDW vertritt er auch die Interessen der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau. Beim heutigen Antrittsbesuch in seiner Geburtsstadt stand unter anderem die Besichtigung der neuen Wohnanlage in der Julius-Seifert-Straße auf dem Programm. Die neue Wohnanlage an der Julius-Seifert-Straße steht kurz vor der Fertigstellung. Der Innenausbau ist so gut wie abgeschlossen. Parallel dazu wird an der Gestaltung des Außengeländes gearbeitet. Ein Teil der geplanten 15 Stellplätze ist bereits fertig. Also wir gehen davon aus, Ende März wird dieses Objekt abgeschlossen sein, sämtliche Bauarbeiten, sodass die Mieter zum 1. April hier einziehen können. Mit dem Projekt möchte die GGZ ihr Angebot für Familien mit Kindern in Marienthal optimieren und gleichzeitig der Nachfrage nach größeren Zwei- und Vierraumwohnungen begegnen. Besonders wollten wir eine andere Zielgruppe erreichen, junge Familien mit Kindern, deswegen auch Vierraumwohnungen mit zwei Kinderzimmern. Natürlich auch für ältere Ehepaare sind ja auch Zweiraumwohnungen mit dabei. Wir wollten aber auf alle Fälle ein anderes Mieterklientel noch mit erreichen. Sie sehen, es ist eine hochwertige Ausstattung hier. Wir werden mit diesem Bau sämtlichen Bedürfnissen gerecht. Wir haben im Keller Trockenraum, Waschmaschinenraum, Fahrradabstellraum, andere Abstellräume noch mit hier. Und wenn Sie sich hier die Sanitärräume anschauen, es ist das Bad, verfügt über eine Badewanne und eine Dusche. Also alle Räume haben ein Fenster. Ich glaube, wir sind hier den Bedürfnissen unserer Mieter sehr, sehr nahe gekommen. Glas- und Schiebetüren gehören ebenfalls zur Standardausrüstung. Die farbliche Gestaltung der Räume erfolgte nach den Wünschen der Mieter. Hochwertige Ausstattung, familienfreundliche Querschnitte und nicht zuletzt der traumhafte Ausblick von den Balkonen sprachen sich schnell herum. Alle 15 Wohnungen sind so gut wie vergeben. Für 13 Wohnungen sind bereits die Mietverträge abgeschlossen. Für 2 Wohnungen liegen die Reservierungsvereinbarungen vor. Also wir denken mal, in Kürze ist alles komplett vermietet. Ein Mietpreis von 7,50 Euro pro Quadratmeter klingt auf den ersten Blick etwas hoch, ist aber den Baukosten geschuldet. Wir haben hier Baukosten von 2,9 Millionen. Das sind pro Quadratmeter 2.150 Euro so circa. Und ich will mal sagen, wir müssen ja auch an die Wirtschaftlichkeit denken. Und es gibt auch die Bevölkerung her. Wir haben Bevölkerung, die das sich leisten können. Und das war eigentlich hier auch ganz speziell unsere Zielgruppe. Konzept, Ausstattung und Lage in Marienthal begeisterte auch den neuen VDW-Direktor. Rainer Seifert schwärmte beim heutigen Besuch in seiner Heimatstadt davon, dass sich die GGZ mit dem Objekt nicht nur sachsenweit, sondern deutschlandweit sehen lassen kann. Ich bin einfach nur fasziniert. Das ist einfach ganz toll, wenn ich hier auf dem Balkon stehe. Das ist eine fantastische Sicht. Das Objekt ist super gebaut, also hervorragende Materialien verwendet, wenn man in das Bad reingeht. Das ist einfach edel, es sieht richtig toll aus und ich sag's mal, dann auch der Mietpreis, das ist absolut gerechtfertigt. Also toll, Glückwunsch. Neben Neubauten wie dem Objekt in der Julius-Seifert-Straße, das auf eine Rückbaufläche hochgezogen wurde, investiert die GGZ auch weiter in den vorhandenen Wohnungsbestand. Für Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten sind in diesem Jahr rund 5 Millionen Euro eingeplant.